Schaut doch unbedingt mal bei meinem Discord vorbei. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, um eben dann sowas wie Video-News zu kriegen, wenn mal keins kommen sollte aus irgendeinem Grund, oder eben einfach mit mir zu zocken oder andere Sachen mit anderen Leuten zocken. Also wie gesagt, Link in der Beschreibung und jetzt viel Spaß mit dem eigentlichen Video. Willkommen zurück mit einem Scout-Abschlussbericht, okay. Das waren auf jeden Fall die beiden Spieler, die ich gescoutet habe. 180, oha. Und noch ein Scout-Abschlussbericht, dann der Melody ist verkauft und Mokoku. Ich werde das jetzt aber ablehnen, weil ich keine Lust habe, ihn zu verkaufen. Ihr habt einen Kommentar geschrieben, in dem ging es darum, was wir mit unserer restlichen Kohle, die ca. 3 Millionen machen sollen. Ihr habt euch entschieden, besser gesagt du GamerCar. Option Nummer 1 war eine neue Lebensversicherung, weil ich Schalke mit Dortmund verwechselt habe. Das ist eine gute Option, gebe ich ehrlich zu. Aber ich wäre für Option 2 lieber. Ich hole einen neuen Jugendstab. Mal schauen, gibt es einen für 4 Sterne, 4 Sterne? Es gibt einen für 4 Sterne, 4 Sterne. Dann holen wir uns einfach den Kollegen. Und den schicke ich dann mal. Ne, den schicke ich noch nirgends hin. Da dürft ihr wieder entscheiden und dann schicke ich den einfach soweit los, wenn es soweit ist. Oder ich schicke ihn jetzt doch einfach mal, sorry, dass ich jetzt mich so schnell verändere. Ich schicke den jetzt mal nach Brasilien für 3 Monate. Dann sollten die beide am 4. des Monats zurückkommen, passt. Nein, nicht am 4. des Monats, im 4. Monat. Und dann gucken wir mal, es gibt heute nur ein Spiel, weil es einfach sonst zeitlich zu eng wird, damit ihr die Folge noch kriegt. Bis gleich, beim Anstoß gegen die Rotbacken. Jetzt gibt es ein Angebot für Fischer und das ist interessant. Also ich wäre jetzt gar nicht abgeneigt, ihn zu verkaufen. Ich würde es mal delegieren. Und das passt ja, dass ich nach dem Spiel dann sofort beenden möchte. Dann könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob wir Fischer verkaufen sollen, gegebenenfalls. Wow, der hat schon eine 28. Ey, der wird halt immer besser und besser mit seinen 32. Das kann doch nicht sein. So, jetzt werde ich mal wieder ein bisschen Torwart trainieren. Und nicht mehr, Torwart Libero und nicht Torwart. Und dann treffen wir uns gleich beim Anstoß. Bis gleich, Leute. Anstoß ist jetzt, Ich habe jetzt kurz den Anschluss verpennt. Ich sag das jetzt trotzdem noch. Ihr seht es ja wieder selbst, es sind ein paar Lags. Ich habe genau voll vergessen, dass ja die Gegner Anstoß haben. Deswegen ich nicht warten kann, bis ich mit dem Pass soweit bin. Und der Anmod. Ja, die 3-9, die sind auf jeden Fall alle in der Bank. Und dann gucken wir mal, ob die 3-9 direkt einschlagen können. Tempelmann hier erstmal mit einem schönen Ballgewinn, schickt Wagner, der könnte im Abseits gewesen sein. Ich habe mich verdrückt. Jetzt habe ich mich verdrückt und nein, er war nicht im Abseits. Ich wollte passen und habe außer erst flanken. Ich dachte, ich kann das direkt zu passen ändern. Nö, dann täuscht er nur an. Das mit Schießen und Flanken geht, wusste ich aber nicht, dass es mit Schießen und Flanken sei schon. Schießen und Passen. Also, dass wenn ich den Schuss nur vortäuschen will, das geht, das wusste ich auch. Oh, Mokoku ist da schön vorbei an dem Rotbackern. Und das ist leider eine Parade. Aber dass es auch mal in der Flanke geht, wusste ich wirklich noch nicht. Oh, da ist ein Roter verletzt. Das hat man gerade noch gesehen. Ich glaube, jetzt dürfte auch die Einblendung da sein. Der Pellegrini ist verletzt. Oh, der Arme. Wenn ich Zeit habe, euch Mitleid mit ihm. Problem ist, ich habe keine Zeit. Haha. So, Martin hat dann schon Ball auf Alcaraz noch gespielt, also geworfen. Und dann dribbelt jetzt schön durch und da. Mann, ich hab doch nicht so schwach gepasst. Okay, aber ich bin immer noch im Angriff. Schaub jetzt auf Mokoku. Der auf Tempelmann, auf Alcaraz, auf
Wagner. Wagner schießt, Wagner trifft. 1-0 Nürnberg. Yes, Mann. Es ist wichtig, dass wir mal wieder gegen die Rotbacken führen. Das ist ja mehr als wichtig. Wagner hat eigentlich schon verkackt, aber hat irgendwie noch geschafft. Und keine Ahnung, die standen einfach perfekt gerade, die ganzen Jungs von mir. Und ja, 1-0 Nürnberg. Passt, bin zufrieden. Und es war ein schlimmer Fehlpass von den Roten. Jetzt hat Mokoku den Ball, der sieht da einen Alcaraz, aber leider wird dieser Ball pariert von einem wahrscheinlich irgendwie schon 40-jährigen Neuer. Oder 39-jährigen, irgendwie sowas in die Richtung auf jeden Fall. So, Mokoku mit dem Dings auf Alcaraz mit dem Ball und Mokoku kommt da nicht mehr ran. Wagner, schöner Ball auf Mokoku, der aber im Abseits war, ist ja klar. Gut, und wie knapp war diese Abseitsfalle schon wieder? Das will ich jetzt auch schon sehen. Okay, es war doch eindeutiger als gedacht. Oh, Martenia, du Monster, hat eine wichtige Parade gerade gemacht. Eine überaus wichtige. Und ich find's toll, wie die Toranzeige schon wieder verpackt. Oh, Martenia, gut. Verpackt ist. Ey, könnt ihr bitte endlich mal euer blödes Spiel gefixt kriegen oder Martenia noch mal mit dem dritten Ball auch, mit dem dritten Eckball-Dings auch an der Pille. Ach, keine Ahnung, was ich gerade laber. Auf jeden Fall, wie gesagt, nach der Folge werde ich tatsächlich die heutige Folge, ich weiß, es wird dann nur eine kurze Folge sein, aber trotzdem schon beenden. Das habe ich jetzt auch nur gemacht, damit ihr die heutige Folge kriegt. Ihr müsst euch wissen, jetzt wo die Folge rauskommt, an demselben Tag nehme ich sie gerade auf, weil ich es leider nicht anders geschafft hatte und ich kann auch noch nicht sagen, wie es Samstag, nächsten Mittwoch und nächsten Samstag aussieht. Also ich weiß es selber noch nicht, also wundert euch nicht, wenn es sein kann, es kann sein, dass keine Folgen kommen, die nächsten drei Termine. Also quasi die nächsten beiden Samstage und nächsten Mittwoch. Kann sein, muss nicht sein. Es kann sein, dass ich es schaffe mit Aufnahme, es kann aber auch wirklich gut sein, dass ich es nicht schaffe, weil ich anderweitig beschäftigt sein werde an diesen drei Datums, beziehungsweise eigentlich an mehreren Tagen. Ich werde mein Bestes versuchen und mal gucken, ob ich es noch irgendwie hinkriege am Freitag die Folgen aufzunehmen, wenn nicht, dann wisst ihr Bescheid. Oh, schöner Schuss von Schaub, den leider schon wieder der Rotbacker die U im Tor rauskratzt. Weitere Ecke für mich. Die war ein bisschen schwach, würde ich sagen. Die wollte ich eigentlich auch viel stärker haben. Und da steht es 1-1. Das Spiel laggt. Die haben eine eigene Träume im Spiel, alles klar. Ja, ihr seht das aber, was das für ein Tor war. Bisschen lächerlich. Aber mal so einer aus der quasi Distanz, ist ja logisch. Jetzt werde ich eigentlich voll umgeholzt, aber es wird wieder nicht gezählt. Alter, dieses Spiel. Ja, und jetzt läuft wieder Mokoku nicht mit. Ey, das kann nicht sein. Das Spiel macht dann einfach langsam für sich auch keinen Spaß mehr. So, ich krieg noch eine gelbe für Nürnberg. Leute, werde ich gerade hier auswechseln. Ich mache nicht einen Dreifachwechsel. Ich werde die drei neuen Zugänge einpacken. Einpacken? Ja, genau, einpacken. Ich pack sie in meinem Kopf, wisst ihr. Oh, Tempelmann schön auf Schaub, der auf Matanovic und Matanovic schafft es leider nicht mit seiner ersten Aktion zu treffen. Das wäre jetzt wieder ein geiles Ding gewesen. So, Merlin mit dem Ball in den 16er. Morgalla ist da. Und was ist jetzt los? Oh! Handelfmeter. Also, oder Foul, eins von beiden.
Keine Ahnung. Was ist passiert? Der Typ hat... Hä? Hä? Okay. Interessant. Eindeutig Hand, ja, ja. Ich weiß nicht, wie ihr seht, aber ich habe da auch eindeutig die Hand gesehen. Ich habe zwar mal gesagt, wenn solche Fehlentscheidungen sind, werde ich sie nicht machen. Es sind die Roten. Da werde ich sie schon machen. 2-1 für Nürnberg. Also die Rotbacker und Uhus. Da nehme ich gerne solche Verarschungen vom Spiel an. Es ist lächerlich. Ihr müsst echt nochmal in die Kommentare schreiben, jetzt zum einen. Und wann denn so das erste? Ich wollte irgendwas schon von euch. Auf jeden Fall hätte ich jetzt auf jeden Fall. Auf jeden Fall hätte ich auf jeden Fall, genau. Ich hätte gern von euch gewusst, soll ich jetzt eigentlich das Handspiel wieder deaktivieren? Soll ich es aktiviert lassen und nur die im Elfmeterbereich, also quasi im 16er das Handspiel deaktivieren und der Rest an? Oder soll ich das Handspiel komplett deaktivieren? Eins von den drei Sachen könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber ihr müsst euch bitte für eins entscheiden. Dass wir uns da endlich mal festlegen können. So, da haben wir jetzt noch den Sydney Rabiger, den werde ich jetzt noch einwechseln gegen Staub. Dann nochmal ein bisschen Tempo hoffentlich. Wir sitzen dort. Das war kein deutscher Satz, egal. Ja. Gut gemacht, Martinia. Sah interessant aus, der Schuss. Wenn man ihn überhaupt so nennen kann. Gala schön auf Alcaraz, aber leider kriege ich den Konter nicht gebacken. Ja, und hier geht dann der Ball drüber endlich. Martinia war nicht mehr dran, aber es war trotzdem gar nicht so leicht. Da die gerade echt alle ganz schön Druck gemacht haben. Oh. Und ich bin zu blöd zu passen. Nicht, dass ich das jetzt bereuen werde. Nein, 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 nein. Was? Abseits, abseits. Alter. Martinia hat ihn aber eh noch pariert. Dann haben wir jetzt Röhl. Ich glaube, ich habe das letzte Mal Real gesagt, weil der heißt Röhl. So, jetzt haben wir Rebecker. Der nicht gegen den Rechtsverteidiger ankommt. Und dann Merlin mit dem Ball auf Wagner. Wagner, Wagner. Immer noch am Ball, der Wagner. Ja. Soviel zu dem Thema. Rebiger kriegt den Ball auch nicht ganz. Rebiger kriegt die zweite Chance. Und die Pille. Aber die Flanke kriege ich wieder gar nicht gebacken. Ich habe wieder die zweite Pille. Und das ist jetzt ein Eckball, oder? Ja. So, dann schlage ich das jetzt einfach mal hier rein auf Morgalla. Oder auf Tapsuba. Merlin mit dem Ball. Rebiger an der Pille. Rebiger mit dem Abschluss. Und der wird wieder pariert. Das kann nicht sein. Hätte ich jetzt hier getroffen, hätte ich schon den Deckel drauf machen können. So, dann wird nochmal der Merlin die Flanke schlagen halt. Merlin schlagt die Flanke gut, mein Freund. Ja. Hier wurde ich gerade eigentlich voll von hinten umgedreht. Nicht, dass ich jetzt in den... Nein, ich renne nicht in den Konter. Wir gewinnen 2-1. Und das ist ein wichtiger Sieg. Und ich würde tatsächlich mittlerweile vorschlagen, es gibt noch eine zweite Sache, die ihr gerne in die Kommentare schreiben sollt. Möchtet ihr, dass wir es weiter so machen? Einfach nur so 2, maximal 3 Spiele pro Folge? Oder soll ich wieder 5 oder 4 bringen und davon 2 selber gespielt und 2 schnell simuliert? Denn ganz ehrlich, wenn wir weiterhin immer nur jedes Spiel selber spielen, dann dauert es eine halbe Ewigkeit, bis wir es mal schaffen, die CL irgendwann zu gewinnen. Deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare, wir haben es Gott sei Dank geschafft zu gewinnen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob wir es wieder anders machen sollen, dass wir, ja, wieder nur ein Spiel oder, nee, dass wir weiterhin 2 Spiele selber spielen, ganz normal. Und dass wir auch dann immer noch jeweils 2 Spiele schnell simulieren, also dass wir 4 Spiele pro Folge schaffen. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann werde ich tatsächlich die heutige Folge schon beenden. Bis zum nächsten Mal. Servus, euer Louis 60. Wie gesagt, keine Ahnung, ob ich es am Samstag oder nächsten Mittwoch und nächsten Samstag schaffe. Macht es gut. Servus, euer Louis 60. Ciao.